Wie ist es, mit seinem Hund auf Mehrtagestouren zu gehen und was beachtet man dabei am besten? Das Thema hatte ich schon mal vor einiger Zeit angekündigt und jetzt ist es soweit, dass ich darüber reden möchte. Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade zwischen Feld und Wald in der Abenddämmerung unterwegs und möchte mit euch heute über dieses kleine Thema sprechen. Die meisten von euch kennen mittlerweile Samwise, meinen kleinen Bernersen Labrador Mix, der jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt ist und mit mir immer wieder draußen unterwegs ist. Auf normalen Wandertouren, auf längeren Spaziergängen etc. Und jetzt hatte ich ihn auch schon ein paar Mal bei Mehrtagestouren, Achtung, mit draußen übernachten mit dabei. Über diese Erfahrung, die ich da mit ihm gemacht habe, möchte ich ein bisschen mit euch sprechen. Euch vielleicht ein bisschen Ausblick geben, wenn ihr euch selber einen Hund holen möchtet, was ihr da so zu beachten habt. Oder vielleicht habe ich ja auch einen kleinen Tipp für den einen oder anderen von euch, was er denn so beachten kann, wenn er seinen Hund zum Wanderhund ausbilden oder einfach mitnehmen möchte. Wie sehen die Erfahrungen denn genau aus, die ich mit Samwise jetzt gesammelt habe zusammen? Es sind sehr, sehr viele längere Spaziergänge, auch längere Wandertouren gewesen, also teilweise auch 15 Kilometer, 20 Kilometer am Tag, bergauf, bergab etc. Dann auch noch einige Übernachtungstouren ohne große Wanderung, also nur einmal in den Wald reinwandern, dort schlafen und dann wieder raus. Da habe ich auch schon einige Dutzend mit ihm gemacht und dann natürlich jetzt noch mehrere, drei an der Zahl waren es, glaube ich, dieses Jahr, Mehrtageswandertouren. Das heißt, Wandertouren, wo ich mehrere Tage, also mindestens zwei, eher drei mit ihm unterwegs war und dann auch wieder draußen geschlafen habe. Die heftigste davon war auf jeden Fall Heidschnuckenweg, drei Tage lang mit fast, ja, so ziemlich jedem Wetter. Ne, am Ende hat es uns dann ziemlich erwischt, der Samwise war dann ziemlich nass. Und zwar in der Fußgängerzone gibt es ein ganz bezauberndes Bild von ihm. Wenn ich nicht zu faul bin, blende ich das hier ein. Dort war das Krasseste, was er mit mir zurücklegen musste, an einem Tag 37 Kilometer. Hat er gemacht. Also das war in dem Sinne kein Problem. Und dann auch ständig mit mir draußen schlafen, einfach so im Zelt. Auch das ging einigermaßen. Wenn man mit dem Hund draußen ist, bei Mehrtagestouren, was sollte man da beachten? Natürlich zum einen die gesetzliche Lage. Was darf man? Dann wie wandere ich am bequemsten in? Natürlich Rückblickung mit der Gesetzeslage mit dem Hund zusammen draußen. Wasser, Essen, Schlafen, Temperaturen. Ja, normalerweise muss man um die Außensachen nicht so viel Rücksicht nehmen, weil Hunde haben ja schon ihr Fell, sind dadurch relativ gut geschützt. Und wenn so krasses Wetter ist, dass der Hund mit seinem eigenen Fell nicht mehr dagegen ankommt, dann würde ich, glaube ich, selber auch nicht mehr rausgehen. Fangen wir mit der rechtlichen Lage an. Natürlich ist es so, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, dass mit dem Hund rauszugehen, wenn man ihn nicht an der Leine hat. Ja? Und natürlich auch den Hund die Naturschutzgebiete, die Wege zu verlassen, genauso wie für den Menschen Naturschutzgebiet die Wege zu verlassen untersagt ist. Naturschutzgebiete sind da heftiger in der Strafe als zum Beispiel Staatswälder oder Privatwälder. Ich habe mir extra für das Wandern einfach so eine 8 Meter Rollleine angeschafft. Das fand ich am angenehmsten, weil eine Schleppleine ist nicht so mein Fall, weil die rumpelt auch die ganze Zeit auf dem Boden rum und dann verfängt sich der Hund da die ständig die ganze Zeit drin und so weiter und so fort. Deshalb habe ich mich für so eine 8 Meter Rollleine entschieden. Man nennt die Dinger natürlich auch Flexileine, ne? Ganz klassisch, kennt jeder vom Spazierengehen, wenn er irgendwo mal einen Hund gesehen hat. Sehr praktisch, das hat jetzt meine Frau ausprobiert, gibt es auch so Joggergürtel, die den Hund ganz nah bei dir halten, wo du dem Hund dann beibringen kannst, mit dir mitzujoggen. Das funktioniert bei ihm übrigens auch sehr gut. Das heißt, so ein Gürtel ist wahrscheinlich am angenehmsten, weil mit der Flexileine ist es so, wenn man dann mit mehreren Leuten wandert, dann wandert er natürlich auch von links nach rechts, nach hinten und wieder zurück, weil wir Menschen sind ihm ja ein bisschen zu langsam, ne? Das muss man ganz einfach sagen. Und dann wickelt er die Leute, wenn jemand mit mir wandert, ist halt auch ein, ne? Deshalb ist vielleicht so ein Bauchgurt, der ihn relativ kurz hält, vielleicht sogar besser. Ansonsten gibt es bei der rechtlichen Lage natürlich zu sagen, selten halten Hundehalter ihren Hund die ganze Zeit an der Leine. Ich mache das dann, wenn es vor allen Dingen am meisten Sinn macht. Er ist kein Jagdhund, kein Schweißhund. Das heißt, er rennt auch nicht weg und würde nicht wiederkommen. Das habe ich schon mehrfach mit ihm getestet. Das ist kein Problem. Er kommt immer wieder zurück und kann dann auch, wenn gerade nirgendwo andere Hunde sind, wenn auch keine Menschen da sind, die er belästigen kann und wenn gerade nicht Brut- und Setzzeit ist oder es ein Gebiet ist, wo die Brut- und Setzzeit nicht so wichtig ist, dann kann man ihn mal, das ist keine Empfehlung natürlich,
von mir an euch, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Aber aus meiner Sicht kann man es dann mal machen. Da wird es aber bestimmt auch wieder Menschen geben, die mir da deutlich widersprechen wollen. So viel dann zu der rechtlichen und Leinenangelegenheit. Am Anfang habe ich mir sehr viel Sorgen um Wasser gemacht. Wie nimmst du das für den Hund am besten mit? Hab natürlich immer ein bisschen extra Wasser dabei gehabt. Im Endeffekt war es so, der Hund schafft es gut auch mal 3 Stunden ohne Wasser, selbst wenn wir über 25 Grad hatten. Und er sucht sich dann Wasser. Also er nimmt halt einfach jede Pfütze, die er irgendwo im Wald mal findet, nimmt er halt mit und trinkt dann daraus. Und das hat überhaupt kein Problem dargestellt. Bis auf einmal ganz am Schluss, deshalb sind wir auch den einen Tag die 37 Kilometer gewandert, weil da wirklich gar nichts mehr kam. Da hätte ich zwar bei irgendeinem Haus anhalten können, aber dann habe ich gesagt, wir wandern weiter und der Hund soll sich sein Wasser selber suchen und das hat dann sehr lang gedauert. Aber auch das hat er ohne Probleme geschafft und irgendwann war da ein See und dann hat er halt wieder sein Wasser schneller gefunden, muss man ganz ehrlich sagen, als ich, weil er weiß dann relativ schnell immer, wenn Wasser in der Nähe ist und geht dann dahin und holt sich sein Wasser selber. Trotzdem würde ich natürlich empfehlen, einen halben Liter Notwasser für ihn dabei zu haben. Futter, total einfach, Trockenfutter. Er kriegt knapp 300 Gramm Trockenfutter, je nach Futterart natürlich, plus mal ein bisschen von meinem Abendessen ab, vom Käsestück oder sowas in der Richtung und damit ist er absolut zufrieden und alles ist gut. Und in seiner Ausdauer macht das auch überhaupt kein Problem. Also ich war wirklich erstaunt davon, wie gut er mitgelaufen ist, also wie ohne Probleme es für ihn ist. Am Anfang natürlich deutlich mehr nach links und rechts alles anschnüffeln, dann zwischendurch mal 2 Stündchen ein bisschen gesitteter nebenher gehen oder sogar hinterher gehen. Und wenn man eine Pause macht, dann haut er sich halt einfach neben dich hin und döst eine Runde weg. Und das ist dann auch kein Problem. Was übrigens Essen und Trinken etc. angeht, da habe ich bei den ersten Mehrtagestouren noch keinen Hunderucksack gehabt. Mittlerweile habe ich mir einen angeschafft. Dazu werde ich natürlich auch eine kleine Review machen. Schau dabei gerne auf meinen Ausrüstungskanal Alvo Hilbeck Gear und Ausrüstung. Da wird es dann ein ausführliches Ding dazu geben. Nur einmal hier noch kurz beschrieben. Er nimmt das Ding relativ gut an. Er kann locker 2-3 Kilo damit selber tragen und nimmt mir dadurch natürlich auch eine gewisse Last weg. Außerdem ist an dem Ding auch nochmal ein richtiger Gurt befestigt, womit man ihn tragen könnte oder aus gefährlichen Situationen retten könnte etc. etc. Tja, wie ist es mit ihm dann nachts im Zelt zu schlafen? Er hat ein Problem damit, wenn er des Nachts rausgucken kann, wirklich zur Ruhe zu kommen. Zelt und dann das Zelt ganz zu machen und dann kann er auch wirklich gut schlafen, das ist auch kein Problem. Und er schläft dann auch relativ schnell weg, weil er kommt zwar gut mit der Ausdauer natürlich, aber für ihn ist das ja auch kein Zuckerschlecken im Endeffekt, ne? Es fällt ihm deutlich leichter als mir, 30 Kilometer zu wandern, das mal schon vorausgesagt. Aber es ist nicht so, dass er das völlig wegstecken würde und da würde gar nichts bei ihm körperlich passieren. Er ist dann schon am Abend müde und wenn er dann merkt, okay, jetzt ist wirklich Schlafenszeit angesagt, weil auch der Regenschutz vom Zelt außen und damit auch der Sichtschutz zugemacht wird, dann heißt es jetzt, okay, wir schlafen jetzt und dann pennt er auch ziemlich sofort weg. Manchmal wacht er dann in der Nacht von kleinen Geräuschen auf, ja, muss man mal so sagen, so ein Rehbellen am Anfang hat ihn ein bisschen mehr gestört, jetzt geht's, er gewöhnt sich an Geräusche genauso wie wir Menschen auch, weckt mich dann ein bisschen mit, weil er dann so mit dem Kopf hochschnellt, ne, und sich vielleicht dann auch mal umlegt oder so, weil er dann ja dadurch aufgewacht ist, aber das wird immer weniger. Und war jetzt bei den letzten Nächten dann überhaupt gar kein Problem mehr. Also das ist auch, nehme ich an, einfach eine Gewöhnungssache. Da werden sich dann, ja, ich kann natürlich nie für alle Hunde sprechen, aber er zumindest hat sich dann da relativ schnell und gut dran gewöhnt. Es ist natürlich auch wichtig, dass ihr in einer Stresssituation und gerade wenn ihr einen Hund neu an sowas gewöhnt, selber sehr ruhig und routiniert bleibt, ne? Das heißt, der profitiert natürlich auch davon, wenn er sieht, okay, Herrchen legt sich ins Zelt und pennt einfach weg. Weil dann weiß er, okay, hier ist nichts, dann kann ich auch pennen. Genauso wie, dass man nicht hektisch wird, wenn vielleicht das Wasser gerade nicht fehlt, sondern einfach ganz entspannt mit ihm weitergeht, gut zuspricht und so weiter und so fort. Dass das alles kein Problem ist, weil natürlich die Gefühle des Menschen, beziehungsweise auf jeden Fall Hektik, übertragen sich natürlich auf den Hund. Das heißt, wenn ihr selber Ruhe ausstrahlt, wird euer Hund ruhiger sein. Ansonsten noch Wetterlage, beziehungsweise im Zelt mit gewissen Temperaturen, Isomatte. Er schläft bis 0 Grad ohne Isomatte, komplett. Also das ist gar kein Thema. Ja, er braucht im Prinzip nur den Zeltboden, legt sich darauf
und dann schläft er. Also alles gar kein Thema. Ich muss keine extra Isomatte für ihn mitschleppen oder sowas in der Richtung. Unter Null habe ich es noch nicht getestet. Werden wir da mal gucken. Aber es macht nicht den Anschein, als wäre bei ihm Null die Grenze. Das heißt, wahrscheinlich geht er noch ein bisschen drunter. Das heißt natürlich aber auch eine Fellsache, weil er als Berner Senn mit sehr bauschigem Fell ist natürlich deutlich besser zum Beispiel als ein Kurzhaardackel geschützt gegen Kälte. Allein durch seine Bauschkraft, wo ja viel mehr Wärme gespeichert werden kann. Ebenso verhält es sich mit Wind, hat er auch gar kein Problem mit. Und auch Regen nervt ihn ein bisschen, weil es auf die Augen tropft und so. Und dann schüttelt er sich mehr. Aber im Endeffekt war das kein großes Thema. Aber er sieht natürlich ein bisschen bemitleidenswert aus wie ein begossener Pudel, wenn er so nass durch die Stadt gelaufen ist, als wir in Celle war das angekommen sind. Aber ansonsten, Wetterlagen, ob Regen, Schnee, Wind bis 0 Grad, kein Problem. Auch mit dem draußen schlafen ohne Isomatte. Tja, im Endeffekt das, was ich mir erhofft hatte. Der Hund muss nur 2-3 Sachen lernen und der Rest bei ihm ist körperliche Genetik, zumindest bei einem Berner Senn. Das heißt, er ist gegen so ziemlich jede Wetterlage, die so in unseren mitteldeutschen Landen auftreten, eigentlich, ja, in unseren mitteleuropäischen Landen wollte ich sagen, eigentlich gefeit gegen und hat damit kein großes Problem. Extremwetterlagen, zum Beispiel bis minus 20 Grad, glaube ich nicht, dass er das dann schaffen würde. Weiß ich nicht, ob ich dazu komme, das auszuprobieren, weil also wir hatten schon die letzten 3 Male keinen richtigen Winter und gerade in Norddeutschland, ja, gibt es halt nicht, ne? Im Süden müsstet ihr mal gucken, ganz langsam rantesten, aber ich sag mal so, die meisten von euch werden wahrscheinlich bei minus 20 Grad auch nicht mehr draußen schlafen wollen, zumindest nicht, wenn da noch dick Schnee oben auf dem Berg und Wind ist etc. Das war meine Erfahrung über Mehrtagestouren mit meinem kleinen Hund Samwise, die ich euch so mitteilen konnte. Wenn ihr jetzt noch gerade Fragen habt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare rein, dann kann ich darauf antworten. Bestimmt ergibt sich die ein oder andere Frage, also immer gerne her damit. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Du konntest vielleicht ein bisschen was dabei mitnehmen, ja, ein paar nützliche Tipps dir abholen für deine nächsten Wanderungen mit dem Hund. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, Outdoor-Videos natürlich, einfach mal durchklicken. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich beziehungsweise mich mit meinem Ausrüstungskanal abonnieren, einfach mal vorbeischauen, vor allen Dingen auch noch, wenn dich der Hunderucksack interessiert, weil dazu drehe ich das Video jetzt auch gleich und das kommt auch gleichzeitig am Wochenende raus. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.